Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video übers Programmieren. C-Sharp programmieren wir sind beim Überladen von Methoden. Nun, wir hatten ja im letzten Video eine Methode generiert, dieses DisplayField, und da haben wir eine ArrayList ausgegeben. Es wäre doch nett, wenn wir nicht nur eine ArrayList ausgeben können, sondern ein anderes zweidimensionales Array genauso. Aber das haben wir ja da drin in unserem Programm gehabt. Schauen wir uns das vielleicht nochmal an. Da waren ja verschiedene Arrays und da habe ich eben eine Funktion, eine Methode, Entschuldigung, Funktion ist ein altes Wort, eine Methode geschrieben, DisplayField, die gibt eben diese ArrayList aus. Und jetzt möchte ich die gleiche Methode nochmal verwenden, überladen einen anderen, dass ich eben ein mehrdimensionales Array ausgeben kann. Okay? Also ich werde diese Methode jetzt einmal kopieren. Back. Jetzt ist das da unter Welt. Da unten steht eine lokale Variable mit dem Namen DisplayField ist bereits im Bereich vorhanden. Schon nicht gut aus. Aber es ist ja gleich. Vielleicht machen wir vielleicht das Int. Da. Back. Ist noch immer unter Welt. Da müssen wir natürlich das jetzt ändern, da sagen wir, das ist length, gleich war das, nicht? Length, genau. Und da unten kopieren wir das nach oben. Das da. Und dann müssten wir statt dem hier schreiben, wie ist jetzt Display Field? Und Zahlen heißt das gerade jetzt, oder? Zahlen, genau. Ist auch unter Welt. Puh, das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Ja, Play. Fehler beim Erstellen. So einfach geht das Überladen anscheinend nicht. Wieso ist es? Jetzt behauptet, es geht so einfach, jetzt geht es aber nicht. Es geht nicht! Ja? Nun, der Grund ist, wir programmieren jetzt da innerhalb einer anderen Methode, ohne dass wir es merken. Ohne dass wir es merken, programmieren wir innerhalb einer anderen Methode. Es ist nämlich so, dass so ein C-Sharp-Programm üblicherweise auch eine sogenannte Klasse darstellt. Ja? Ein Programm ist eine Klasse. Wir schreiben da jetzt aber ganz wild irgendwie durch die Gegend. Also ganz wild, wir schreiben einfach, das war in vorigen Versionen von C-Sharp gar nicht möglich, was wir hier machen. Ja? Dass wir einfach da reinschreiben, in Bau, irgendwo. Ja? Da hat man was drumherum bauen müssen. Hat man etwas drumherum bauen müssen? Was man drumherum baut, das möchte ich kurz erklären. Ja, möchte ich kurz auf einen Zettel erklären. Das machen wir aber im nächsten Video. Ich meine, das ist jetzt eine sehr kurze Sache gewesen, nur dass wir sehen, hey, das geht gar nicht. Ja, was ich verzapf, funktioniert gar nicht. Ja, warum das nicht funktioniert, das wollen wir jetzt ergründen. Nächstes Mal sehen wir uns den eigentlichen Aufbau von einem C-Sharp-Programm an, ja, auf einem Zettel. Machen wir es auf einem Zettel und dann bauen wir es da ein und schauen wir, ob es dann funktioniert vielleicht. Okay? Also, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.